Hi Leute, ich bin's wieder, der Robin, und heute bin ich nochmal als Kinderreporter für die DEVK unterwegs. Und heute habe ich die Ehre, Raphael Tschichos und Toni Leisner vom Hessen FC Köln interviewen zu dürfen. Hallo Rafa, hallo Toni. Hi. Hallo. Rafa, erstmal herzlich willkommen wieder zurück. Du hattest ja eine kleine Verletzungspause. Beim Spiel gegen Leipzig warst du wieder dabei, wenn auch diesmal leider ohne Tor. Wie war denn dein erstes Spiel wieder nach der langen Verletzungspause? Ja, erstmal vielen Dank. War natürlich sehr besonders für mich nach der etwas längeren Zeit, wo ich jetzt nicht mitspielen konnte, dann wieder dabei zu sein. Schade war natürlich, dass es dann ohne Fans war. Aber an sich war es dann, glaube ich, ein vernünftiges Spiel von uns. Ich habe mich ganz gut gefühlt und ja, ich hoffe, das geht jetzt die nächsten Wochen so weiter. Toni, euch steht ja ein glückliches Ereignis bevor. Ihr erwartet wieder Nachwuchs. Wann ist es denn wieder soweit? Mitte Dezember. Ab dann kann ich dann wieder weniger schlafen, ja. Und gibt es eine Chance, dass es Robin nennen wird? Also wenn es ein Junge wird, dann werde ich mit meiner Frau mal reden, ob wir ihn vielleicht Robin nennen können, ja. Aber im Endeffekt ist die Frau der Boss im Haus und ich denke, sie hat ein bisschen mehr Mitspracherecht. Rafa, wolltest du mit deiner Familie diesen Sommer eigentlich verreisen? Vielleicht nochmal nach San Francisco? Ich habe gesehen, dass du da ganz gerne hinfährst. Ja, das hast du auch gut recherchiert. ich glaube, das wird diesen Sommer ein bisschen schwierig und ich glaube, wir werden dann eher auf Nummer sicher gehen und dann irgendwas in Deutschland suchen, bevor man dann wieder sich irgendwie in Stress begibt und am Ende nicht fliegen kann. Also diesen Sommer eher in Deutschland bleiben. Ja, hört sich cool an. Toni, warst du letztes Jahr endlich mal beim Wimbledon? Weil dein vorheriger Verein ist ja in der Nähe vom Wembley. Interessiert dich überhaupt Tennis? Ja, mich interessiert Tennis, aber es hat zeitlich nicht so gepasst, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, ist auch schwierig, da wirklich an Karten ranzukommen, so kurzfristig. Deswegen war ich da nicht da, aber ich habe es im Fernsehen verfolgt. Bei Green Park Ranger warst du ja auch Mannschaftskapitän und Rafa, du warst bei Holstein Kiel Kapitän. Was hat die Rolle für euch besonders gemacht? Ich war auf jeden Fall stolz, dass der Trainer da sofort auf mich gesetzt hat. Und ja, ist natürlich was ganz Besonderes, auch in einer fremden Sprache da ein Team anzuführen. Und ja, deswegen hat mich das extrem stolz gemacht. Ja, eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Also ich hatte jetzt keine fremde Sprache, aber es war natürlich eine Ehre, dann die Mannschaft dann aufs Feld zu führen und für die Mannschaft dazustehen. Ich glaube, wir hatten auch so eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit und damit habe ich eigentlich an dieses Amt nur gute Erinnerungen. Seht ihr eigentlich einen Vorteil für euch, wenn ihr die einzelnen Gegenspieler besonders gut kennt? Also wenn ihr zum Beispiel gegen eigenen Trauzeugen oder gegen den eigenen Cousin spielt, kennt ihr da die Schwächen und Stärken besonders gut? Also ich denke mal, du willst jetzt auf meinen Trauzeugen hinaus. Zum Glück spielt er ja nicht am Wochenende. Aber sonst hätte es natürlich sehr schwierig gehabt gegen mich, weil er auch im Training nie einen Stich gesehen hat. Und ja, eigentlich ist es für mich nicht besonders schwer, wenn ich den Spieler oder Gegenspieler besonders gut kenne. Ich will auf jeden Fall immer der Bessere sein in dem Spiel. Und ja, das ist mir egal, ob da ein Trauzeuge aufläuft oder ja, irgendein anderer Stürmer, Lewandowski oder so. Man will immer besser sein als der Gegenspieler. Ja, ich glaube, man informiert sich sowieso vor jedem Spiel über seine Gegenspieler, guckt sich die an, was die Stärken und Schwächen sind. Und wenn man ihn dann natürlich schon vorher kennt, weil man mit ihm zusammengespielt hat oder sonst was, dann ist es natürlich ein Vorteil, ja. Wir sind ja gerade in einer komischen Zeit mit der Corona-Pandemie. Wie habt ihr euch während des Lockdowns Kontakt zu euren Mannschaftskameraden gehalten? Habt ihr auch über Videochat mal telefoniert oder wie habt ihr das gemacht? Ja, es kam schon des Öfteren vor, dass man mit den engeren Kollegen, sage ich jetzt mal, schon FaceTime gemacht hat und sich so mal ein bisschen unterhalten hat. Ansonsten gibt es ja auch immer die Mannschaftsgruppe bei WhatsApp, wo der Kollege links neben mir zum Beispiel auch gerne reinschreibt. Also es gibt schon die ein oder andere Möglichkeit, da in Kontakt zu bleiben. Ja, der hat sich gerne mit Mäusling gespielt. Oh, das willst du nicht, ne. Rafa, du hast ja vor kurzem den FIFA FC Charity Cup gewonnen. Glückwunsch erstmal dazu.
Spielst du mit deinem Sohn auch mal FIFA auf der Playstation oder spielt ihr lieber was anderes? Also, wenn er mich mal dabei erwischt, was relativ selten ist, weil wenn ich spiele, spiele ich eigentlich, wenn er im Bett ist. Aber falls es mal vorkommt, will er mir auch jedes Mal den Controller wegnehmen, ja. Er hat sich schon ein, zwei Mal an der Playstation probiert. Das hat aber ungefähr den gleichen Erfolg wie den von Toni. Also, es läuft noch nicht ganz. Ich liebe ja auch FIFA, aber wenn ich gegen meinen Vater zum Beispiel mal spiele, dann gewinne ich immer. Der will auch schon gar nicht mehr gegen mich spielen, weil er weiß, dass er eh verlieren wird. Der scheint ja richtig gut zu sein, ne? Dann müssen wir mal gegeneinander spielen und am besten auch nicht gegen Toni spielen. Toni, du hast ja während des Lockdowns bei der FC-Vorleseaktion mitgemacht. Das finde ich mega cool, weil ich bin auch eine echte Leseratte. Liest du deiner Tochter denn manchmal was vor? Ja, also jedes Mal, wenn ich sie ins Bett bringe, muss ich mir da 2, 3 Bücher raussuchen und ihr die vorlesen. Darauf besteht sie auch. Ja, im Gegensatz zu Rafa kann ich noch lesen, weil er hängt ja nur an der Playstation. Und ja, deswegen ist er also fast jeden Abend lese ich da eigentlich vorher. Ja. Habt ihr denn Lieblingsbücher? Ja, Bobo Siebenschläfer ist gerade bei meiner Tochter sehr angesagt. Ich kann es bald nicht mehr sehen, aber meine Tochter besteht darauf. Müssen denn eure Kinder eigentlich auch schon im Haushalt mithelfen? Also ich muss ja ab und zu mal Bad putzen oder die Spülmaschine ausräumen. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich glaube, im Gegensatz zu dir macht mein Sohn, wenn ich ihm zum Beispiel sage, bring mal meine Flasche in Müll oder so, das macht er schon sehr, sehr gerne. Da ist noch so ein bisschen die Euphorie dabei, irgendwas machen zu dürfen. Ich glaube, das sieht bei dir bisher anders aus, oder? Machst du das gerne? Also Bad putzen mache ich jetzt nicht so gerne, aber Spülmaschine ausräumen ist ganz okay. Ja, meine Tochter hilft eigentlich gerne mit, will immer Staub saugen oder so. Nur ihre Spielsachen, die räumt sie nicht gerne weg. Also da hinterlässt sie gerne ein Chaos, aber sonst, wenn Mama irgendwie Wäsche macht oder noch irgendeine andere Dinge, dann will sie helfen, aber bei ihren Spielsachen, da kannst du auch gegen eine Wand reden. Habt ihr euren Kindern eigentlich schon mal einen Ball von einem Spiel mitgebracht? Ich habe zu Hause einen Ball von einem Spiel, was für mich sehr besonders war, weil ich da 3 Tore mal gemacht habe. Man glaubt es ja kaum, aber es war mal wirklich so. Damit spielt er, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass das Spiel mal vorgekommen ist. Also aktuell nicht, nee. Ich habe eigentlich nie einen Ball mitgenommen, weil ich sehr selten das Tor treffe. Und nee, wir haben 1, 2 Fußbälle zu Hause, aber ja, die benutze ich mehr als meine Tochter. Kennen sich eure Kinder eigentlich? Also sind die auch schon öfter mal mit im Stadion? Also unsere Kinder kennen sich ja, machen ab und zu mal was miteinander. Ja, sei es auf dem Spielplatz gehen oder ja, was noch so? Flanieren in der Stadt. Ja, mal so ein bisschen durch die Stadt flanieren. Da sind unsere Kinder ganz groß dabei. Die Frauen sind dann immer shoppen und Rafa und ich dürfen auf die Kinder aufpassen. Und ja, sonst. Ja, Rafas Sohn tanzt gerne durch die ganze Stadt. Tanzt und schreit gerne, genau. Ja, sie kennen sich, ja. Ist es denn bei euch so, werdet ihr manchmal privat oder auch mit der Familie auf den FC angesprochen? Ja, privat auf jeden Fall. Da wird das häufige Mal nachgefragt, wie es gerade so läuft, wie es einem geht und Co. Und in der Stadt, ja, Toni wird öfters angesprochen, weil die denken, dass er ich bin, aber sonst ist, glaube ich, weniger bei ihm. Toni, ich habe gesehen, ihr habt einen kleinen Chihuahua, der Eddie heißt. Geht ihr mit dem auch in die Hundeschule? Nee, ich denke, da ist Hopfen und Malz verloren. Also Hundeschule, ich denke, das würde er nicht mit sich machen lassen. Das haben wir, denke ich mal, oder beziehungsweise meine Frau hat das damals ein bisschen verpasst, da in die Hundeschule zu gehen. Aber ja, der ist so und so viel am Schlafen und ja, eigentlich nur Schlafen, Fressen. Wir haben ja auch einen Hund und du bist auch mal so schnell und ich hoffe, es kann ich den Ball abnehmen. Ja, dann ist er wahrscheinlich größer als unser Hund. Rafa, habt
denke ich, auch Haustiere? Nee. Also ich überlege immer mal wieder, jetzt hat Toni Modest mich ein bisschen angefixt mit der ganzen Schildkrötengeschichte, aber als ich das Thema zu Hause angesprochen habe, dann kam die gleiche Antwort wie immer eigentlich, ob ich nicht ganz sauber wäre. Und daher ist das Thema bei uns noch kein wirkliches. Ja, eine letzte Frage noch. Worauf freut ihr euch, wenn die Saison zu Ende ist, am meisten im Urlaub? Ja, endlich mal wieder ein richtiges Bierchen zu trinken. Ja, ich glaube einfach die Ruhe und so ein bisschen und so ein bisschen entspannen und einfach mal so, dass der ganze Druck so ein bisschen abfällt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Gerne doch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns bald mal im Stadion sehen und ich euch dann mal wieder anfeuern kann. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine echt schöne Saison und bleibt gesund und ja. Vielen Dank. Danke, du auch. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und macht's gut, bleibt alle gesund. Bis dann, eure Ciao. Die EVK. Gesagt, getan, geholfen.